So, ich begrüße euch zu Revenger. Das ist ein Pixel-Art-Spiel. Ein sehr humoristisches, mit einer ganz besonderen Mechanik. Und zwar gibt es hier 100 Enden, die man erreichen kann. Ich zeige euch, auch wenn es dann am Anfang ein bisschen zäh ist für die ersten 2-3 Minuten. Schon ein Teil, was ich jetzt entdeckt habe, ihr habt ja gesehen, das ist jetzt im Grunde der dritte Spielstand, den ich ausprobiere. Ich wollte erstmal gucken, wie funktioniert das überhaupt? Was haben wir denn hier überhaupt für eine Art Spiel? Dennoch beginnen wir einen neuen Spielstand, logischerweise. Ja, eins, Tag 1. Und zwar begann alles wie ein ziemlich normaler Tag in Tims Leben, unserem Leben. Das sind wir. Und wir werden direkt begrüßt. Guten Morgen, Tim. Der König wartet drinnen auf dich. Sie leben anscheinend direkt vor dem König. Der dunkle Lord hat die Prinzessin zu seiner Festung im Osten gebracht. Schnapp dir das legendäre Schwert im Westen und erfülle dein Schicksal, Tim. Ja, mein König, bitte beeil dich und bring meine Tochter zurück. Nimm diesen Gegenstand mit, um dich auf deiner Reise zu schützen. Und wir erhalten das Heldenschild. Sehr gut. Entschuldige, Tim. Wir haben die Brücke hochgefahren, um Angriffe der dunklen Armee zu verhindern. Ich kann dich nicht ohne Waffe passieren lassen. Also kommen wir hier erstmal nicht lang. Hier kommt man nicht hoch. Wie gesagt, ich habe wirklich nur die erste Minute gespielt. Wir können hier so blocken. Und müssen dann hier lang. Aufpassen vor dem hier Gegner. Und dann ein kleines Jump'n'Run. Und erhalten hier oben. Es ist gefährlich, alleine zu gehen. Zelda anspielen. Ein Schwert. Und das, was ich als erstes gemacht habe, war eben das Schwert auszutesten. Und so kommt man auch direkt ans erste Ende. Zeige ich euch kurz und dann gehen wir schnell nochmal durch den Anfang durch. Das erste Ende ist nämlich folgendes: Man testet aus, denkt sich nichts Schlimmes und zack, bringt ihn aus Versehen um. Tim wollte unbedingt sein neues Schwert ausprobieren. Er konnte es kaum erwarten, dass eine Scherge des Bösen auftauchte und erstach den Ältesten am anderen Ende der Höhle. Er hat auch seine Brieftasche gestohlen. Was für ein Idiot. Es ist gefährlich, in der Nähe von Tim zu sein. Ende 1 von 100. Nur 96,18% aller Helden sind so weit gekommen. 4 Jahre später. Oh, und hier haben wir schon eine kleine Mechanik. Das Spiel, deswegen auch Reventure, nicht Adventure. Das Spiel wiederholt sich immer und immer wieder. Man lernt immer im Grunde in einem One, nenne ich es mal, dazu und verbessert das Ganze. Jahr 5, Tag 5. Tim verbrachte eine lange Zeit im Gefängnis für diesen Mord. Nachdem er wieder auf die Straße entlassen wurde, überlegte er, seinen Namen im Optionsmenü zu ändern, um seine persönliche Marke zu verbessern. Ich mache hier allerdings ganz kurz mal die Musik noch ein bisschen leiser. Die tut mir nämlich zu sehr auf den Ohren. So, die scheinen aber das wieder gekonnt zu ignorieren, was wir vor 4 Jahren getan haben. Entsprechend schnappen wir uns einfach das Schild wieder. Rasen hier durch. Und holen uns auch das Schwert, ohne den Ältesten zu erstechen. Gucken wir, dass wir dieses Mal weiterkommen. Wir hätten das Schwert der Legende. Es gibt anscheinend auch Geheimgänge. Das ist interessant. Ah, wir erhalten Schaufel.
können wir das denn wechseln? Ah, okay, okay. Tim hat die Heilenagentur angerufen, um einen Ersatz zu finden. Die Leitung hat technische Probleme. Ah, okay. Das ist anscheinend dann der... Okay, interessant. Wir sind anscheinend jetzt zu schwer, um da hochzuspringen oder um wieder zu hochzuspringen. Ah, das geht also tatsächlich auch. Das wollte ich jetzt mal bewusst ausprobieren. Im ersten Mal, Uran, war es eben nicht bewusst. Es war eher aus Versehen. Aber das hier ist dann eben auch ein Ende. Guten Tag, König Tim. Als der vorherige Herrscher seine Amtszeit beendete, trat das Königreich in eine Ära des Wohlstandes ein. Ziemlich kurz, da die Idee von Tim schnell populär wurde. Königsmörder, Nummer 5 von 100. Habe ich auch schon direkt eine Errungenschaft freigeschaltet. Haben neben mir 91,8% oder mit mir 91,8% ausprobiert. Tim, der Kurzweilige, hatte sich von der Verletzung des Mordversuchs erholt und sein Leben zu schonen, schwor er dem neuen König Loyalität sehr zu seiner Demütigung. Jetzt können wir auch wieder höher springen und gehen direkt weiter. Sieht aber sehr viel versprechend aus, dass man hier wirklich alles mal wirklich tun und lassen kann, was einem so in den Sinn kommt. Zum Beispiel diesen Sprung nicht zu schaffen. So, dann kommen wir jetzt wieder einen Schritt weiter. Den hier lassen wir in Ruhe und den König bringen wir auch nicht um. Wir holen uns die Schaufel. Können wir da drauf verschaffen? Doch, können wir. Da sollten wir nicht rein. Interessant. Wo führt uns das Spiel hin? Achtung, hier nicht graben, du wurdest gewarnt. Es ist zu verlockend. Wir müssen hier graben. Wo führt uns das hin? Es könnte halt wirklich ernst gemeint sein oder nicht, aber großartige Pixel. Tim schloss die Augen und erinnerte sich an diesen tückischen Wegweiser, als er in die bodenlose Grube fiel. Ironischerweise verhungerte er schlicht, weil er es keinen Boden oder Aufprall gab. Goldrausch, 10 von 100. So, wir sind direkt wieder hier. Ich habe einen kleinen Cut gesetzt. Ich habe mir was zu trinken geholt. Ich werde gerade wieder Vorkehrungen treffen. Wir sehen uns dann in der Dingens wieder, wo wir eben waren. Nur wir graben nicht runter. Bis gleich. So, hier sind wir wieder in der Hölle. Und graben dieses Mal nicht uns in den Tod. Und verhungern im Flug, sage ich mal. Wir können jetzt da in die Lava gehen. Das ist bestimmt auch ein Ende. Nur ich möchte auch ein bisschen Progress, ein bisschen Fortschritt haben. Deshalb lassen wir diese Höhle, diese Grube links liegen. Hier könnten wir uns untergraben. Das Schild von Tim blockierte die Drachenflammen.
wurde jedoch geschmolzen und in sein Gesicht gedrückt, wodurch eine schöne, aber schmerzhafte Maske entstand. Der Mann in der Stahlmaske, Ende 29 von 100. Alles klar. Noch ein Ende, das ich so schnell nicht herkommen sehen. Heißt, ich setze hier auch wieder ein Cut, wir sehen uns wieder in der Höhle, wenn wir uns dann doch kurz vorm Drachen runterkrabben. Hier das nehmen wir noch ganz kurz mit. Ja, 7, Tag 13, Tim gelang es, die Eisenmaske mit roher Gewalt zu entfernen. Er entfernte auch seine Augen, lernte aber, seine Umgebung mit seinem inneren Ki zu führen. Besiegen wir das Böse. Noch ein witziges Ende, deswegen nehme ich es gerade rein. Vollkommen random. Ich weiß nicht, wie ich da den ganzen Mist hier zusammenschneiden werde. Ich glaube, ich lasse die Aufnahme jetzt einfach laufen. Und zwar bin ich zuerst, wollte das Schild rechts in der Burg skippen. Bin links raus, das steht ja ein Gegner. Und er hat mich gehauen, also bin ich zurück und hab gedacht, holst du doch das Schild. Geh aus der Tür aus, springen. Und Tim landet vor der Wache so auf dem Boden. Shit happens. An diesem Tag stolperte Tim direkt nach dem Verlassen seines Hauses über einen Felsen, fiel direkt auf sein Gesicht. Die Wache vor ihm fragte sich, ob dies tatsächlich der Held war, den das Königreich brauchte. Wie gesagt, ich lasse jetzt einfach die Aufnahme durchlaufen. Die Enden kommen hier anscheinend Schlag auf Schlag. Also, ich guck mal, ob ich vielleicht Wege einfach rauscutte. Muss ich gucken, sonst habe ich nachher 10, 20 einzelne Dateien. Naja. Und das wäre auch nicht so schön. Also hier nicht springen, sonst fallen wir wieder. Wir holen uns das Schild. Ich sagte, wir holen uns das Schild. Und gehen dann zurück. Klettern hier wieder hoch, um uns unser Schwert zu holen. Bringen nicht den Typen um und holen uns die Schaufel. So, bevor wir rechts zur Brücke gehen, das wird auf jeden Fall nach dem, was ich jetzt vorhabe, das nächste, was wir tun. Aber bevor wir das eben tun, würde ich mich noch gerade gern vor dem Drachen runtergraben. Ich sagte, hier links steckt wahrscheinlich auch ein Ende, weil wenn wir einfach in Lava fallen. Das soll ich vielleicht im Nachhinein noch. Aber jetzt möchte ich mich erstmal wahrscheinlich hier in Lava graben. Oh, das war sehr intelligent. Kommt das wieder? Warten wir mal kurz. Weil wir kommen definitiv nicht hoch. Also über den Rückweg. Anscheinend nicht. Also holen wir den hier tot mit. Ein falschsprechender Sprung führte dazu, dass Tim in eine Lavagrube fiel. Dies war nicht das Ende, das er gewollt hatte. Aber es war mit Sicherheit das, das er verdient hatte. Der Boden ist Lava. Ende 6 von 100. Sehr gut. Also das schiebe ich jetzt nochmal hier ein. Das werden uns nochmal vom Drachen reinkramen. Ich habe die Plattform nicht erwartet. Ich bin ja direkt weggesprungen, um die Lava zu vermeiden. Ich lese jetzt nicht die Todesnachricht vor. Das könnt ihr euch jetzt selber durchlesen. Jetzt wo ich weiß, dass da eine Plattform ist, werde ich mich da nochmal im Runterkram direkt stehen bleiben und gucken, was uns das bringt. So. Den hier Part kennen wir ja mittlerweile schon in- und auswendig. Schild, dann
Schwert. Und dann die Schaufel. Was ich nicht überprüft habe. Nee, hier kommt man nicht lang. Einmal bitte runter mit uns. Wenn wir Schild und Schwert nicht mitholen, könnten wir eventuell leicht genug sein, um hier an gewissen Stellen entlang zu springen. Könnte ich mir vorstellen. Müsste man mal ausprobieren. Also ich weiß halt nicht. Also wir brauchen ja das Schwert, um rechts weiterzukommen, deswegen hatte ich das auch mitgenommen. So, hier bleiben wir direkt stehen. Am Drachen vorbei. Kriegen wir halt nicht den Schatz, aber was soll's. Und kommen hier hin. Aha. So haben wir uns jetzt rausgeschossen. Also bräuchten wir da theoretisch gar nicht das Schwert, so wie ich das gerade sehe. Naja, die Wache sagt, diese Früchte wurden vom Drachen komplett zerstört. Gott sei Dank lagern unsere restlichen Lebensmittelvorräte sicher unter der Erde. Okay. Wenn wir da runtergehen. Haben wir irgendwie ein Inventar? Es scheint nicht so. Weil wenn wir da jetzt runterfallen, erhalten wir die Hakenklaue. Okay. Das war Internet. Alles klar. Ich habe nichts gesagt. Dennoch kommen wir so nicht da lang. Heißt, wenn wir das nächste Mal sterben, holen wir das Schwert, aber nicht die Schaufel. Kommen wir oben lang. Oho. Danke, dass du mich befreit hast. Ich bin Detective... Das ist Detective Pikachu. Mit all der Ausrüstung war Tim für jene Herausforderung bereit. Zumindest fast, war er das. Bis seine Beine schließlich unter dem enormen Gewicht zusammenbrachen. Seine letzten Worte waren: Ich bereue nichts. Gieriger Bastard. Okay. Heiß. War übrigens 26 von 100. Heißt, wir dürfen nicht alles an Ausrüstung mitnehmen. Das haben wir ja schon gemerkt, dass wir zu schwer waren, um zu springen. Heißt, wir sparen uns die die Schaufel. Das eröffnet Möglichkeiten. Wenn wir jetzt wirklich ein entsprechendes Gewichtslimit haben, heißt das auch, dass man, um gewisse Enden zu erreichen, gewisse Kombinationen brauchen wird. Dass wir zum Beispiel Schwert und Schaufel mitnehmen, Schild und Schaufel, so Sachen halt. Wir lassen jetzt auch mal das Schild hier. So. So. Drachenkönig. Hakenklaue. Dass wir so leicht wie möglich sind. Eine Kanone. Die uns wohin feuert? Okay, meine Güte. Gibt es viel zu tun. Der ist zu 100% ausverkauft, der Laden. Da ist ein roter Knopf.
Eine geheimnisvolle Türe, die wir allerdings so nicht öffnen können. Vielleicht müssen wir dafür erst hier oben lang. Hi, ich bin Juan, einer der Schöpfer dieser Welt. Ich genieße hier die Aussicht. Okay. Am Optionsmenü. Ah, okay, das ist interessant. Wir bleiben trotzdem beim Standard. Das finde ich ein bisschen angenehmer. Hier kommen wir wahrscheinlich weiter, wenn wir einen Doppelsprung haben. Hier oben können wir allerdings rein. Wir fassen ihn natürlich an. Aber sehr cool, dass man sich hier hin und her schießen kann. Wobei ich glaube, dass wir hier noch nicht hin sollen. Ah, hier braucht man zum Beispiel die Schaufel. Meine Güte, das ist teilweise jetzt sehr überfordernd, wo wir was wie machen sollen. Hier können wir bestimmt... Nein, hier können wir nicht hochschwimmen. Okay, ich glaube, wir hätten einfach mal den normalen Weg gehen sollen. Okay. Bis gerade konnten wir schwimmen. Schwimmen gehen. Also, das Schild war wahrscheinlich auf der anderen Seite. Eieiei. Also, ich habe das Gefühl, es wird ein großes Spiel. Viele solcher Spiele sind eher minimalistisch gehalten, auch vom Zeitumfang her. Aber das hier ist dadurch, dass man eben nach und nach das Ziel entwickelt, wirklich diese 100 Enden freizuschalten, dann doch wirklich sehr lang, glaube ich. Nehmen die Schaufel mit und lassen aber das Schild liegen. Geräusche sind toll. Den Grappling Hook lassen wir auch mal liegen. Hier sind wir eben gestorben. Ich wusste nicht, was da war. Wir halten Bomben. Ah, jetzt kommen wir hier durch. Ich würde zuerst gern dann noch hier unten rein. Ah, guck mal, hier unten waren wir eben. Glaube ich. So ein Ding haben wir eben... Genau, ja.
Frage, kann man da drauf hüpfen? Ich möchte es nicht ausprobieren, da ist noch ein bisschen von der Story. Wir kommen da nicht hoch. Ist der noch da? Wir konnten da drauf hüpfen. Das ist sehr gut. Genau. Hier können wir uns reingraben. Das ist interessant. Da hätte ich eventuell nach links lecken sollen. Aber hier werden wir auch wieder rausgeschossen. Wo landen wir? Direkt hier vorne wieder. Wir haben meines Empfindens nach zu viel Ausrüstung, die ich gerne auch loswerden würde. Aber wir haben kein Inventar, sprich wir können nicht einfach sagen, wir legen das und das jetzt ab. Hier kommen wir nicht hoch. Heißt, es ist wirklich so, dass wir aufgrund des Equipments, das wir uns aussuchen, gewisse Vor- bzw. Nachteile haben. Das macht das Spiel natürlich um einiges umfangreicher. Wir können leider nicht nach oben schlagen. Bitte hör auf, die Scheune für schmutzige Geschäfte zu benutzen. Wir lagern unser Essen in diesem Ort, weißt du? Okay. Ah, hier wären wir auch lang gekommen, links, wenn wir zum Drachen gegangen wären. Ich würde jetzt ganz gern, bevor ich das Video jetzt beende, nochmal ganz flott versuchen. Ah, da liegt noch einer. Okay. Dann halt so. Beenden wir das Video mit dem Etat. Tim erwartete, dass diese kleinen Schergen harmlos waren. Oder zumindest nur ein Herz seines Lebens rauben würden. Ratet mal, genau das haben sie genommen. Das schwache und kleine Herz von Tim. Bitte nur auf das. Ende 3 von 100. Ja, und damit würde ich sagen, nach 9 erreichten Enden beende ich das Video hier mal und verabschiede mich. Vielleicht kommt noch was dazu. Es macht, ist auf jeden Fall lustig. Und ja. Lesen wir das noch durch. Ja, 7, Tag 331. Jeder in der Stadt wusste, dass Tim ein herzloser Bastard war. Also war die Wunde nicht so schlimm für ihn. Aber vielleicht war es doch keine schlechte Idee, das nächste Mal ein Schild zu tragen. Hatten wir leider nicht mitgenommen. Wir waren ja so schon schwer genug. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, bis zum nächsten Mal.